Das ist Tina. Unter der Schminke verbirgt sich aber Jörg. Wie er sich verwandelt, sehen wir gleich. Verantwortlich für diesen Look ist Manuela Mock. Sie besitzt in Frankfurt ein Geschäft, in dem sie Männer zu Frauen werden lässt. Hier stylt und schminkt Manuela Herren, die sich in Frauenkleidung wohlfühlen. Ihre Kunden, Transsexuelle und Transvestiten. Egal ob Schminktipps, ausgefallene Frisuren oder glamouröse Kleider, Manuela macht's. Die Frankfurterin hat vor 17 Jahren ihr Geschäft eröffnet. Interessant war für mich, einen Ort zu schaffen, wo Menschen, die es eben nicht können und vor allen Dingen nicht dürfen, ja, wo sie sich in Ruhe zurückziehen können und sich schön in einer stilvollen Umgebung stylen lassen können, auch mit dem Verständnis und der Zuwendung. Das ist das Gesamtpaket. Ich gebe dir einen schönen Tag. Ja. Die Faszination an Männern in Frauenkleidern entdeckt sie, als sie zum ersten Mal eine Travestie-Show sieht. Den Profis schaut sie schon da, genau über die Schulter. Alles, was ich kann und weiß, ist alles geklaut, ja? Und zwar von richtigen Profis. Ich habe natürlich das große Glück gehabt, mit 15 in einem Travestie-Kabarett zu arbeiten. Und ich habe auch viele Menschen kennengelernt, zugeguckt, alles abgeguckt. Also ich habe auch nie eine Schule besucht, ich habe auch keine Abschlüsse in irgendwas. Für ihre Kunden kann sie alle Register ziehen. Ich habe natürlich hier verschiedene Dinge, die ich brauche, um einen Männerkörper weiblich zu formen. BHs mit zum Beispiel solchen Einbuchtungen, dass da auch verschiedene Cupgrößen rein können, dass man also nicht die Brust beim Laufen verliert. Manuela hat eine Auswahl an Kleidung liebevoll zusammengestellt. Mal alltagstauglich, mal glamourös. Wenn Sie jetzt natürlich in die Stadt gehen zum Shoppen, dann werden Sie mit Sicherheit jetzt nicht hier mit so einem fantasievollen, spitzen Paillettenkleid mit freien Schultern gehen, sondern vielleicht eher mit einem normalen Jeansrock und vielleicht ein Shirt drüber, wie sich ein Mädchen halt so anzieht. Es gibt ja auch Männer, die ziehen die Kleider ihrer Partnerin an, ohne dass sie es wissen. Ja, die bringen dann vielleicht eine Bluse und einen Rock von der Freundin mit. Jörg muss nicht verheimlichen, dass er mal wieder zu Tina wird. Seine Ehefrau weiß davon. Schon seit mehr als 8 Jahren lässt er sich ab und an von Manuela verwandeln. Manuela schminkt mich gut. Das kann ich selbst nicht so perfekt, wie sie das kann. Ich bin mit ihr befreundet und ich fühle mich da einfach wohl. So, da freue ich mich, dass du hier bist. Wir gehen schon mal in die Garderobe, damit du dich umziehen kannst. Jörg findet sich als Tina einfach schön. Ihm gefällt die Kleidung, das Make-up, der gesamte Look. Früher hat sich Jörg selbst etwa einmal pro Woche zu Tina gestylt. Mittlerweile ist ihm das zu aufwendig. Deswegen kommt er zu Manuela und lässt sich zu besonderen Anlässen schminken und stylen. Ein Umstyling bei Manuela kostet im Schnitt 200 Euro. Berechnet wird je nach Aufwand. Bei Jörg, Tina kommen heute Schminke und Perücke zum Einsatz. Sie wählt ein dezentes Make-up. Bei der Frisur muss Manuela eines bedenken. Ich muss nur beachten, dass die Kundinnen ja hier größere Köpfe haben. Also kann ich hier mit so Hausfrauen-Lofti-Perücken schlecht arbeiten, weil die halt alle auch viel kleiner sind. Nach ein paar geübten Handgriffen hat Manuela auch die Perücke gebändigt. Die Frisur sitzt. Jörg hat sich in Tina verwandelt. Der nächste Kunde sitzt auf dem Stuhl. Uwe möchte heute zu Tini werden. Seine weibliche Seite lebt er als Transvestit bereits seit 30 Jahren aus und hatte schon einiges an Routine, als er Manuela kennenlernte. Der erste Besuch war ja noch so, dass ich sagen kann, ich bin eigentlich neugierig auf Manuela, was sie hier so macht. Vielleicht sogar mit dem Hintergedanken, ja, vielleicht kann sie mir noch irgendwas beibringen und. Das war auch so ein bisschen der Grund am Anfang, wo wir so ein bisschen vielleicht deswegen aneinander geraten sind. Ja, wo ich sagen kann, naja, also hier, ich mache das so und so. Und sie so, nein, bei mir wird das so und so gemacht. Die anfänglichen Differenzen haben sie mittlerweile beiseite gelegt. Es ist eine enge Freundschaft entstanden. Heute darf Manuela erst mal wieder dienstlich ran. Es wird gepinselt, gepudert und aufgehübscht. Uwe wird zu Tini. Und als Teenie geht es danach auch mit Manuela und Tina auf die Piste. Also ich fühle mich eleganter, ich fühle mich schöner. Schöner, danke. Ansonsten hat sich der Mensch nicht verändert. So sieht das auch Tina. Also ich laufe jetzt ein bisschen anders, weil ich High Heels anhabe. Dann laufe ich natürlich ein bisschen anders. Ich sehe halt ein bisschen anders aus. Manuela hat ihre Pflicht mal wieder erfüllt und die Damen sind zufrieden.